Jo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Shakes and Fidget. Heute müssen wir wirklich ein sehr ernstes Thema ansprechen, beziehungsweise, ja, ernstes Thema. Es geht um unsere Gilde, legendär. Wir sind sehr am Arsch, sagen wir uns einfach mal, wie es ist. Es sind so viele Leute geleftet, wir verlieren die ganze Zeit Ritterhallenpunkte, alle gehen raus, unsere ganzen, ups, High-Level-Spieler sind gegangen. Ich weiß auch nicht, warum auf einmal alle so plötzlich abgehauen sind. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wir sind nur noch 35 Leute. Das wird einfach echt nichts mehr. Und ich werde die Gilde auch verlassen. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde da heute auch noch leften. Denn, ja, ich kriege es einfach nicht hin, das gescheit zu halten, leider. Ist wirklich schade, aber irgendwie, es geht einfach nicht besser. Ja, das ist so momentan das Problem. Hier wollte noch einer in die Gilde, den kann ich einfach einladen. Wir haben eh Plätze. Und dann haben die noch ein paar Spieler, aber ich werde zu Dark Empire wechseln. Ich hoffe mal, dass ich noch meinen Platz habe. Ja, ich habe noch den Platz. Also ich werde zu Dark Empire wechseln und mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, das jetzt nach dem Video machen oder so. Ich muss mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, Leute. Sorry, aber irgendwie bin ich sehr angepisst. Deswegen ist halt einfach so schade. Der Gilde, das muss man halt verstehen, wenn man wirklich von Anfang an in so einer Gilde ist, ja, von wirklich von. Scheiße, das war dumm, oder? Ja. Yeah. Von Anfang an in der Gilde ist, ja, und auf einmal, von einem auf den anderen Tag leftet ein Hunderter und dann auf einmal die Leitung, dann die anderen alle und jetzt bin ich halt der einzige Hunderter, der übrig ist. Und ja, das ist einfach nicht mehr. Das ist leider einfach nicht mehr toll. Ich werde die Leitung jetzt auch abgeben. Marc, mein Kumpel, will es übernehmen. Ihr könnt ja immer noch reinkommen, wenn ihr wollt. Das ist halt jetzt nur für die Low-Level sozusagen. Ja. Ich denke mal, dass sich das mehr rentiert. Aber mal gucken. Das ist halt jetzt einfach leider so. Ja, da können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen vielleicht normal versuchen, das hier, das Video jetzt noch zur Hand haben. Alles klar. Ja. Sammelalbum habe ich jetzt hochgepusht auf Maximum, was momentan geht. 78%. Das ist ja nice. Pets habe ich auch schon heute alles durchgekloppt. Und im Zauberland haben wir zwei Uhren. Was auch sehr gut ist. Somit habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Abenteuer. Kann ich jetzt ein bisschen mehr Abenteuer machen. Ja, die Ding hole ich mir dann noch. Die Arena. Was meine ich? Eine Taverne. Die mache ich dann noch. Da es jetzt einfach nichts bringt. Ich warte, bis ich in der anderen Gilde bin. Und mache dann die ganzen Kämpfe. Ich denke mal, das ist sinnvoller. Aber ich könnte auch noch in die Dungeon gehen. 100%, ja, vielleicht. Heute mal. Na, 2%, okay. Es wird noch lange nichts. Hier können wir weitermachen. Drago der Kälte. Achso, genau, hier habe ich nämlich auch. Das muss ich euch schon mal schnell zeigen. Sehr, wirklich sehr, sehr viel gezeigt. Da, geschafft. Lava Plop 104, den habe ich dann noch gelegt. Infizierter Braunbär. Auch geschafft. Den Magma-Giganten habe ich zweimal versucht. Der war hier einmal auf 20.000. Sehr knapp und danach auch nochmal auf 100.000, also das war immer, weil er zuerst angegriffen hat, so das Problem. Dann habe ich hier den Echsenkönig gelegt, da habe ich die Handschuhe, die ich momentan auch trage. Der gierige Gremlin, Magma-Gigant, der wurde dann auch endlich geklatscht und ich habe die Waffe noch rausbekommen, das war sehr nice. Das müsste sogar noch gestern, ja, das war gestern, da habe ich noch die Waffe bekommen. Jetzt habe ich eine neue Epic-Waffe, dann nochmal die Sumpfmampfe, den Drachen der Finsternis, hier auch noch ein nicer Hut. Ja, der Höllenzyklop, sehr knapp mit 2000 gewonnen. Der Yeti und das Feuerelementar. So, dann habe ich endlich mal alle. Hier. Achso, und den Feuerstachelkorpion vorher noch. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Ja. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. Ich wollte den Boss, den Echsenkönig da lassen, okay. Ja, also ist wirklich viel passiert. Ich habe viel geschafft. Und dann machen wir jetzt auch gleich weiter. Ich würde hier gerne Drago der Kälte. Zack. Müsste eigentlich gar kein Problem sein. Mit Crits sieht er schon. Oh Gott, okay, vielleicht doch. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mit Crits machbar ist. Wenn wir gar nicht critten, na gut. Ist es leider nicht so toll. Glücksrad und so drehe ich später in der anderen Gilde. Ich möchte nochmal eine Rundmail schreiben und das alles abklären. Und ja, ich hoffe mal, dass sich das dann in einer gewissen Weise legt. Ist halt schade, es tut mir auch echt leid für die Leute, die jetzt noch hier
gedacht haben, dass es noch was wird. Ich hätte auch gedacht, ich krieg's noch hin, aber es ist einfach zu krass, Leute. Wir haben heute so viele verloren. Ja, es haben hier so viele Abschied geschrieben. Ich habe probiert, neue Office zu holen. Hier Coco, alle sind abgehauen. Es ist einfach sehr schade. Sora ist sogar auch gegangen. Die Post wollte ich nämlich auch noch später lesen. Ja, deswegen. Es ist leider so. Vielleicht, man sieht sich ja bestimmt auch so wieder. Könnt ihr trotzdem gerne weiter kommentieren und so. Dann bleiben wir sozusagen auch noch in Kontakt, wenn jetzt manche aus der Gilde vielleicht traurig sind. Aber es ist halt leider so. Dafür geht es dann jetzt in der anderen Gilde vielleicht ein bisschen besser weiter. Ja, das war mein ganzes Statement zu dem Ding. Ich hoffe mal, dass ihr das auch versteht. Wenn halt so eine Gilde stirbt und man von Anfang an dabei ist, dass man eigentlich schon noch drin bleiben will. Aber es leider nichts wird. Es ist halt echt schlimm. Wir haben seit heute Morgen wieder 5 Leute verloren, ja. Das wird einfach nichts mehr. Das kriege ich nicht hin. 15 Leute noch einladen, ja. Das wird nicht so einfach und ich möchte ja selbst auch vorankommen. Ist ja nicht so, ich bin ja 100, Stufe 111. Kann eigentlich auch noch einiges schaffen. Und mache ich mal kurz einen Stopp, beziehungsweise einen kleinen Cut, weil ich gleich in die andere Gilde lefte und das alles nochmal kurz machen möchte. Dann bis gleich. So, Leute, ich habe mich jetzt verabschiedet von der Gilde. Das war sehr. Es ist einfach schade, ja. Okay, jetzt sind wir in der neuen Gilde. Dark Empire, also da kann ich jetzt auch wieder questen. Das ist aber trotzdem einfach scheiße. Ich finde es wirklich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, manche denken gerade so, ja, der geht eh nur wegen dem Boni. Das ist wirklich nicht so. Ich bin echt, ich finde es einfach scheiße. Aber was soll ich denn machen? Das ist das Problem. Sowas ins Klo können wir auch noch werfen. Bisschen Inventar hier Platz machen. So. Und ja. Hey. So. Ja, dann können wir jetzt auch direkt wieder weitermachen. Post haben wir auch gleich bekommen. Noch direkt jetzt. Zack. Arena-Kampf und Johnny. Wer ist dank Empire? Alles klar, schreibe ich ihm danach. Was wollen wir noch machen? Wir können noch ins Glücksrad gehen. Das wollte ich jetzt eigentlich mit euch machen. Genau. Pilze und Pilze. Nice. 6 Pilze heute bekommen. Das ist auch mal ziemlich nice. Das Level Up wird sich auch noch ausgehen und eventuell finde ich heute auch noch im rottenen Lande endlich mal das blöde Pet, weil das ist heute nur findbar. Oh Leute, Torben wäre mein nächster Gegner gewesen. Unser neuer Gildenleiter. Und ja, ich hoffe mal, dass das jetzt alles besser wird. Das ist halt echt schade, aber mal gucken. So, Edelsteine kann ich jetzt auch wieder suchen. Und ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das vom Video. Ich würde mich trotzdem über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Leute, und haut rein.